Amira, du hast einen Text ausgewählt für das beste Texteheft. Kannst du mal sagen, wie der Text heißt? Der heißt Tumor. Und wie du auf den Text gekommen bist? Ich bin auf den Text gekommen. Ich hatte ganz einfach Langeweile. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich mal sowas wie Jana, sowas Dramatisches sozusagen. Dann bin ich auf den Tumor gekommen. Mhm. Okay, und der Text von Jana war in der Autorenrunde, ne? Ja. Dadurch kam das, glaube ich. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was in dem Text vorkommt? Also, ein Mädchen erfährt, dass sie einen Tumor im Kopf hat und ihr bleibt halt nur noch einen Monat Überlebung. Also, sie überlebt nur noch einen Monat und man soll ihr den größten Wunsch erfüllen und das ist den Tumor entfernen, dann wird der Tumor entfernt und sie ist wieder am Leben, also ohne Beschwerden oder so. Okay. Der endet also ganz positiv, der Text. Magst du mal den letzten, bist du schon fertig? Ja. Magst du mal den letzten Satz lesen? Dann konnte ich wieder mein ganz normales Leben führen. Wie ging es dir beim Schreiben? Also, mir ging es, ich hatte so viele Ideen und ich könnte nur ein paar von denen nehmen. Und naja. Also du hattest mehr Ideen, als du verwenden konntest? Ja. Und wie hast du es dann entschieden, welche Ideen du nimmst? Ich habe sie einfach verglichen und dachte mir, die ist gut und die, ja. Okay, hast du mal ein Beispiel parat? Also, wie soll jetzt der Schlusssatz sein? Da hatte ich die Idee, einfach aufzuhören, nicht zu sagen, wie es weitergeht, oder einfach weiter schreiben. Und dann habe ich einfach gedacht, weiter schreiben finde ich besser. Erfährt man auch, was daraus wird. Okay. Und hast du irgendwo mal gestoppt? War es mal schwierig an einer Stelle für dich? Nein, eigentlich nicht. Nur Wörter, richtige Wörter dazu zu finden. Wie man das beschrieb und wie das hieß, das war ein bisschen schwer. Und wie hast du dir dann weitergeholfen? Wir haben die Drehscheibe und da habe ich mir ein paar Ideen gesammelt. Was waren das so für Wörter? Ein anderes Wort für sagen oder für feststellen. Okay. Und welche Wörter hast du gefunden? Erstickt der Stimme. Kannst du auch nochmal eine Stelle vorlesen? Ja, das ist jetzt schwer, weil hier sind so viele Stellen. Murmeln. Kleinlaut und noch andere. Okay. Toll, sehr richtig gearbeitet mit dem Text, ne? Ja, vielen Dank.